Monsieur, dames, c'est les fameux 2 œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, ladies and gentlemen, we don't want to die in hospital, this is Wound X. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Beim letzten Mal habe ich mir angeguckt, Vollmacht und Verfügung. Auf einen Blick, ich habe jetzt auch Licht, neues Licht. Das ist zum einen die Lampe hier, sieht man glaube ich, und da steht ein Scheinwerfer oben. Ich habe auch noch einen zweiten, ich habe aber den Eindruck, dass mit dem Schatten geht so. Ja, und beim letzten Mal hatte ich wie gesagt über Vollmachtverfügung auf einen Blick gesprochen. Das Thema ist Patientenverfügung und was als nächstes kommt, sind 2 Checklisten. Und danach geht es mit Beratung und Unterstützung weiter. So, Checklisten, worauf Sie achten sollen. Mal einen Schluck Wasser. Unterschreiben Sie Ihre Verfügung, Vollmacht mit Ihrer üblichen Unterschrift sowie Ort und Datum. Lassen Sie eine möglichst unbeteiligte dritte Person, vielleicht einen Arzt Ihres Vertrauens, unterschreiben, dass Sie die Verfügung Vollmacht aus freiem Willen verfasst haben und sich dabei über die Bedeutung der niedergeschriebenen Entscheidung bewusst waren. Im Zweifelsfall wird letztlich immer ein Gericht darüber entscheiden müssen, ob Sie geschäftsfähig waren, aber mit dieser Klausel gibt es wenigstens schon einen Anhaltspunkt dafür, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte waren, wie es im Juristendeutsch heißt. So. Ich weiß nicht, warum das ein Arzt machen soll. Und ich bezweifle auch, dass Ärzte in der Lage sind, Geschäftsfähigkeit zu beurteilen. Und ich bin an der Stelle so eingestellt, dass ich als Richter sagen würde, ich gucke da mal ganz genau hin. Weiß ich nicht. Ich würde im Zweifelsfall sowas eher in den Räumen des Verwaltungsgerichts unterschreiben und vorher mal sagen, ich würde einem Verwaltungsrichter die Hand schütteln zum Beispiel, halte ich für sinnvoller, gibt auch im Zweifelsfall die besseren Anhaltspunkte auf Geschäftsfähigkeit. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Hände weg von Vollmachten, liebe Jungen und Mädchen aus Hirscheid. Das geht meistens nach hinten los. Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, als ob das Instrumente sind, die ich haben möchte, juristische Instrumente. So. Die Verfügung Vollmacht sollte so aufbewahrt werden, dass sie bei Bedarf auch leicht gefunden wird, zum Beispiel bei den persönlichen Unterlagen. Weisen Sie Angehörige und Ärzte darauf hin, dass Sie eine Verfügung verfasst haben. Bei anstehenden Entscheidungen muss das Original vorgelegt werden können. Für Ihre eigenen Unterlagen und eventuelle weitere Personen benötigen Sie Kopien. Auch die bestätigte oder neue Verfügung sollte ein Zeuge erneut unterschreiben. Oh, eine Sendung mit Musik. Ich weiß nicht, ob man das hört. Vergessen Sie nicht, wieder Kopien an die von Ihnen gewählte Vertrauensperson zu geben. So, das war die Checkliste, worauf Sie achten sollen. Und falls eine bevollmächtigte Person in einer der Verfügungen genannt wird, gilt. Doppelpunkt. Das ist wieder eine Checkliste.
Klären Sie vorher mit dem Bevollmächtigten, ob dieser bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und dann später nach Ihren Wünschen zu handeln. Besprechen Sie mit dieser Person ausführlich und über das Schriftliche hinaus, welche Wünsche und Werte und Vorstellungen Sie haben, was Ihnen wichtig ist. Nennen Sie den Bevollmächtigten mit vollem Namen, Geburtsdatum, voller Adresse und Telefonnummer. Der Bevollmächtigte sollte die Vollmacht mit Angabe des Datums unterschreiben. Der Bevollmächtigte sollte mindestens ein, besser mehrere Originale der Vorsorgevollmacht erhalten. Wenn Sie die Befürchtung haben, er könnte die Vollmacht frühzeitig gegen Ihren Willen einsetzen, können Sie das Dokument auch an eine andere vertrauenswürdige Person geben. Diese sollte Sie dann schriftlich anweisen, wenn sie das Original an den Bevollmächtigten herausgeben darf. Oder Sie überlassen den Zeitpunkt dem Ermessen dieser Person. Eine solche Regelung kann jedoch den Nachteil haben, dass die Vollmacht im Notfall nicht schnell genug greifbar ist. Zusätzlich sollte im sogenannten Innenverhältnis Seite 42 folgende geregelt sein, wann die Vollmacht eingesetzt werden darf. Also, ich wird das alles nicht tun. Ich würde auch keine Vollmachten rausgeben. Das ist meine ganz klare Einsicht, die aus dem, was ich bisher über Vollmachten gelernt habe, so aus mir spricht. Wenn das andere Leute anders machen wollen, gerne. Ich habe es vorgelesen, es ist in diesem Buch hier drinnen. Kostenzehner ist von der Verbraucherzentrale NRW. Kann man nachlesen. Ich finde diese Checklisten, ja. Mit der zur Vollmacht kann ich nichts anfangen. Ich finde zum Beispiel diese Tabelle auf einen Blick gut. Wenn man sich überlegt, was Ratschläge beim Anwalt kosten und dass man da nicht unbedingt schlauer rausgeht. Ich finde, für einen Zehner lohnt sich das Buch schon allein wegen dieser Tabelle. Ja, das war's für heute Morgen. Tschüss.